Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, in unserer nachhaltigen Stadt, mit dem Blick auf unseren Stadtteil, den wir hier erweitert haben und die nachhaltige Industrie, die wir ja hier unten in den Moselauen errichtet haben, mit doch relativ starkem Lkw-Verkehr. Da will ich jetzt direkt noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und dann möchte ich jetzt mal anfangen, dass wir so die ganzen Lücken alle schließen, die hier entstanden sind, damit das jetzt hier mal so eine homogene Struktur bekommt. Das ist so ein bisschen der Plan für diese Folge. Da müssen wir mal gucken, ob wir den öffentlichen Nahverkehr auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich glaube, das können wir jetzt mal angehen. Erster Schritt, da bin ich gar nicht so zufrieden mit, was ich hier gebaut habe. Man sieht das hier schon mit dem Verkehr hier. Da brauchen wir noch mal deutlich mehr Kapazitäten. Das ist schon zweispurig. Ich glaube, wir werden das hier mal erweitern auf eine sechsspurige Straße. Und dann müssen wir ein bisschen diese Line Mathematics, wie es dann hier im Fachjargon heißt, ein bisschen beachten, dass wir hier oben ist ja noch gar nicht so großer Verkehr. Das möchte ich jetzt einmal machen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier mit der. Wir nehmen erstmal hier dieses mit dem Streifen in der Mitte. Das werden wir mal hier aktualisieren. So, dann haben wir hier schon mal die Mathematik beachtet. Und dann werden wir hier auch eine Einbahnstraße zweispurig machen. Dann machen wir sie. Zweispurig brauchen wir nicht, das reicht zweispurig, aber dass wir hier die Ausfahrt etwas breiter machen. Und dann werden wir den Traffic Manager mal einsetzen, einmal um den Verkehr hier zu verbieten von Privatautos. Das könnte schon mal ein bisschen helfen. Das werde ich dann nochmal auf Cam nachziehen, aber so ein bisschen können wir das schon mal einmal korrigieren. Das hilft uns auch schon mal ein wenig. Und dann werden wir hier diese Verbindung hier mal richtig setzen. Ich hoffe, dass das das Problem löst. Sollte es eigentlich tun. So, dann machen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Spurbreite, denn das ist auch nur einspurig. Das werden wir auch mal zweispurig machen mit Fahrradwegen. Ja, ich glaube, den Fahrradweg lassen wir mal weg. Aber erweitern das hier auch nochmal, um die Kapazität hier einfach zu erhöhen. Und dann können wir hier unten, glaube ich, ja, mittlere Industriestraße, die werden wir dann hier mal platzieren, auch hier oben rum. Dann haben wir hier ein bisschen mehr. Da oben brauchen wir es eigentlich nicht, das ist Quatsch gewesen. Kommt das nächste Frachtschiff, also das läuft auch ganz gut. So, Zaun kaputt gemacht. Ja, also hier haben wir jetzt aber eine vernünftige Verkehrsführung. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir werden auch hier noch mal ein bisschen die Kapazität erweitern, zumindest bis hier vorne. Nicht, kein Problem. Und dann werden wir hier auch noch mal die Verbindung durchziehen, denn hier fehlt sie tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir noch mal einen Gewinn. Dann haben wir nämlich hier die Verbindung, dann sollten wir hier eigentlich auch noch mal durchgehen können. Das werden wir auch noch mal einmal korrigieren, diese Straßenführung. Wir werden, glaube ich, hier dann durchgehen. Denn da haben wir dann auch nochmal eine Verbindung. Ich glaube, auch da profitieren wir von, wenn wir hier einmal lang kommen. Also da brauchen wir, reicht auch diese Verbindung hier. Wir gehen hier hoch. Das hier machen wir mal neu. Das sieht so ein bisschen krüppelig aus. Schöne Verbindung. Hier eine und hier können wir, glaube ich,
Na, das mag er nicht. Wieso nicht? Dann machen wir das neu. Und dann brauchen wir noch unsere Schienen wieder. Das machen wir auch ordentlich. Und dann haben wir da eine ganz gute Verbindung für unseren Güterverkehr. Das gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Ja. Hier oben fehlt auch noch die Verbindung. Da ist das Problem, die Gleise müssen hier auf das rechte Gleis, weil das rechte Gleis ja hier das Gütergleis ist. Da das ist ein kleines bisschen tricky, denn da müssen wir mal uns die Konturen angucken. Ich glaube, was da geht, ist, wenn wir da gut, ja, wir könnten diese Linie hier rot tiefer setzen. Dann können wir hier diese Verbindung schaffen. Das machen wir mal. Wir unterbrechen mal kurz die Verbindung. So, wir haben hier eine Höhe von 119. Das heißt, wir haben irgendwie 110 ungefähr. Haben wir hier. Wunderbar. Wunderbar, das ist doch das, was wir wollten. Da haben wir jetzt doch die Verbindung hier. Gut, das hier entwickelt sich, was wir jetzt hier noch brauchen. Hier ist immer noch wahnsinnig viel Verkehr. Hier haben wir auch noch ein Müllproblem. Ich will hier nochmal eine U-Bahn-Station installieren. Ich glaube, auch die wäre ganz sinnvoll. Wir schauen mal. Hier so eine, da reicht so eine einfache. Und wir erstellen direkt auch mal so einen Pendelverkehr. Das werden wir irgendwo nochmal erweitern. Das hatte ich jetzt alles hier doppelt, aber ich glaube, dass ergibt sich dann, wenn sich das nach und nach füllt. Also wir schauen mal, das sind hier diese beiden. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also von Spellen nach Mölln, das ist die eine. Also wo haben wir sie denn? U-Bahn. Also das ist hier Spellen nach Mölln. Und das ist Spellen in die nachhaltige Industrie. Doch da reicht ein Fahrzeug. Das ist kein Problem. Ja, alles klar. Die andere Linie kurz mal angucken. Wie sieht die gerade aus? Da fahren immer 12 Menschen. Naja gut, das ist so. Wir können mal einmal den Überblick machen. Bahnhof Marxloh. Gucken wir mal eben schnell. Die wird schon gut frequentiert. Aber die Kapazität reicht aus. Das ist gut. Gute Hoffnungshütte. Auch die Kapazität reicht wunderbar zum Fußballstadion. Das reicht so gerade eben. Ne? Da spielen wir nochmal einen Wagen. Wenn wir gerade dabei sind, dann vom Knoten über die Moselauen nach Buschhausen. Das ist auch wunderbar. Testerberge gucken wir nochmal eben. Viele kleine. Das sieht auch sehr gut aus. Kein Sammeln, hier haben wir 3 in Stärkrade und der Regionalbahnhof. Ja,
Das geht sich aber auch fast aus. Ne? Wir spendieren nur noch einen vierten. Das ist doch eigentlich ganz gut. Prima. So, dann schalten wir das mal wieder ab. Wir sehen hier übrigens Wohnungswald GmbH, das hat sich sortiert, dadurch, dass wir ja hier die Linien alle angepasst haben oder die Positionierung vielmehr der Gebäude. Das hat das Problem gelöst. Und auch hier, ja, das sortiert sich jetzt aber mal so langsam. Wir warten nochmal ab und sind noch ein bisschen geduldig. Der Bedarf an Bevölkerung bleibt weiter klein. Ich möchte dann aber noch mal ein bisschen nachverdichten. Wir bauen hier vorne noch unseren Zaun, den hatte ich ja gerade eben aus Versehen abgerissen. Den ziehen wir noch mal nach. Sehr schön. Ja, also hier. Die wollen wirklich alle hier hin. Interessanterweise ist die Frage, ob man nochmal so einen zweiten Frachtbahnhof hier platziert. Denn der scheint ja wirklich intensiv genutzt zu werden. Wir könnten auch hier vielleicht mal überlegen, diese Doppelgleisigkeit, die ist ja eigentlich Quatsch. Wir reißen dich ab. Wir setzen hier mal den regulären Güterbahnhof hin. Das machen wir jetzt auch direkt mit der richtigen Straße. Diese Verkehrsführung hier ist ja wirklich unterirdisch. Das müssen wir nochmal neu machen. Auch diese Schienen kommen erstmal wieder weg. Wir setzen jetzt unseren Güterbahnhof. Ohnehin. Ich glaube, das ist dann nochmal ein echter Gewinn. Und hier haben wir den Anschluss und hier vorne. Denn der hat ja eine Einbahnstraßenführung, dieser Frachtflughafen-Güterbahnhof. Gut, das. Ich eigentlich weg haben von der Hauptstraße. Das muss weg. Wir schieben euch erstmal hier an die Seite. Schaffen mal kurz ein bisschen Struktur. Also diese Straße können wir jetzt mal weiterführen. Die ist hier vorne, glaube ich. Dann haben wir hier nämlich. So, diese Verbindung. Und dann können wir doch hier eigentlich sagen, passt ihr dann hier hin? Wahrscheinlich nicht. Ne, nee, der passt nur an die Hauptstraße. Aber hier wäre noch Platz. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir euch daneben setzen. Das sind die nicht ganz im Sinne, das direkt an so einer Hauptstraße zu platzieren. Aber wir gucken mal. Auch hier setzen wir nochmal einen Zaun. Zum Schutz. Damit da keiner aus Versehen gegen in Richtung der Schienen läuft. Das Gelände hier ist auch schon wild. Ne? Aber gut, das kriegen wir nicht anders hin. Hier, jetzt haben wir wieder hohen Bedarf an Bevölkerungs- oder Wohnraum. Den können wir entgegentreten. Das ist gut. Das machen wir auch hier vorne. Dass wir dann hier, was nehmen wir hier, nochmal diesen Streifen und ziehen das mal hier lang. Brauchen auch da, denke ich, einen Zaun, damit hier keiner zu nah an die Eisenbahnlinien oder Schienen kommt. Den kann man auch mal das Ganze hier vorne ziehen. Hier geht es dann
rauf. Und wir bedienen das hier mit, ich immer so niedrige Dichte. Hier haben wir auch noch keinen Zaun, wenn ich das richtig sehe. Auch den sollten wir nochmal ergänzen. Der Seite brauchen wir noch einen Zaun, ne? Wie ich hier sehe. Die Bäume schützen schon mal, das ist ganz gut, aber jetzt noch hier nochmal einen Zaun entlang. Wunderbar, hier so ein bisschen Grünstreifen, das gefällt mir ganz gut. Man könnte hier vielleicht nochmal so ein paar städtische Einrichtungen machen auf dieser Seite. Wir gucken mal, was wir hier noch so Schönes haben. So, da fehlt es eine Bank, fällt mir gerade ein. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Die gibt es bisher noch gar nicht. Achso, die Bank muss an eine Straße. Okay. Dann setzen wir die Bank doch mal hier hin. Das finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee. So, was haben wir hier noch? Diese ganzen Sachen brauchen wir nicht. Schule. Grundspüren, die können wir hier vorne ruhig hinsetzen. Muss man vielleicht mal zwei, drei Fußwege ergänzen. Und dass die Leute hier auch durchkommen. Gucken wir mal, was wir noch so haben. So einen schönen kleinen Platz, den wir hier reingezaubert kriegen. Das kriegen wir schon nicht mehr hin. Arztpraxis haben wir dort vorne, das brauchen wir nicht. Turnhalle vielleicht, die wäre schon sehr groß. Die passt da leider auch nicht mehr hin. Schade. Krematorium haben wir auch. Vielleicht irgendwelche Sondergebäude. Gucken wir mal eben. Groß, das ist eigentlich nicht ganz das, was ich möchte. So mit der Post, also die Post fehlt hier noch. Die können wir in der Straße machen, die Post, da reißen wir mal zwei Gebäude ab. Ja, die können wir vorne hinsetzen, die Post, wunderbar. Das Recycling Center, das haben wir da hinten platziert. Hier vorne fehlt das noch. Das können wir, glaube ich, hier können wir dann ein paar städtische Einrichtungen platzieren. Dazu müssen wir erstmal planieren. Ich glaube, was. Ah, jetzt hat sich das hier übrigens aufgelöst. Ne? Das ist ganz gut. Das hat gut geklappt. Das war wirklich nur diese Einbahnstraße von diesem Flughafenfracht. Güterbahnhof. Das war echt das Problem. Also, das haben wir jetzt gelöst. Dann setzen wir hier nochmal so ein paar städtische Einrichtungen hin. Was brauchen wir denn da idealerweise? Wir brauchen hier einmal Recyclingzentren. Stück. Was haben wir noch an städtischen Einrichtungen, die ganz gut wären? Parkpflege ist zu groß. Oder kriegen wir das hier? Jetzt müssen wir reinkriegen, wie ich dich loswerde. Dann machen wir das Parkpflegegebäude nochmal hier. Und dann das Recyclingzentrum. Das kriegen wir nämlich hier, da passt es, da war die Stelle. Und dann zäumen wir das auch noch ein, damit das alles ein bisschen passt. So, Bedarf an Bevölkerung bleibt weiter hoch. Da kümmern wir uns dann nochmal gleich drum. So,
So, hier haben wir den Zaun schon mal gesetzt. Da vorne ist auch schon ein Zaun. Ein paar Bürogebäude zur Verwaltung dieser Einheiten hier, wenn der Bedarf gleich 0 ist. Aber irgendwann kommt der auch. Ich glaube, wir können hier auch noch so ein bisschen das Alleeartig machen. Ich muss eine Sache mal ändern, und zwar will ich das hier zur Vorfahrtstraße machen, damit die hier den Hauptverkehr haben. Auch das hat sich hier ausgegangen, das ist doch prima. Ja, ich würde nur gedacht, off-cam nochmal die ganzen Regeln Privatverkehr verbieten. Das ist ja nichts, was wir wollen. So, dann haben wir hier schon mal nachverdichtet. Wir haben weiterhin hohen Bedarf an Bevölkerung. Dann wächst dieser Stadtteil weiterhin. Wenn wir dann nochmal nach den Konturen gucken, wo wir hier nochmal weiter. Hier hinten können wir nochmal ein bisschen ergänzen. Da können wir dann auch direkt die hohe Dichte machen. Wir platzieren aber vorher noch unsere Fußwege. Die brauchen wir noch, damit die Leute hier auch durchkommen. Ist das ein Anschluss? Hier ja, hier nicht, wieso nicht? So. Weil das eine Brücke ist. Warum ist das denn hier eine Brücke? Genau, so, das möchte ich hier. So, besser. Hier genauso. Es geht so leicht drauf, deswegen hat er da so Schwierigkeiten. Da hat er es gemacht. Das ist halt der Kampf des Geländes. Also das passt. So, dann. Jetzt kommt, nein, man glaubt es nicht, geringe Nachfrage nach Gewerbegebieten. Es funktioniert wunderbar. Wir machen hier an der Hauptstraße nochmal unsere dichtere Bebauung. Auf der gegenüberliegenden Seite dann die etwas dünnere Bebauung. Ich glaube, das passt ganz gut. Und mal gucken, was dann hier passiert mit den Gebäuden, denn das Gelände ist nicht ganz ideal. So, wenn wir das Studierende verloren, das liegt aber daran, dass wir da hinten einfach Bevölkerung brauchen. Deswegen können wir das direkt wegklicken mit dem Umweltcampus. Der spielt tatsächlich im Moment keine Rolle. So, und hier auf der Seite, da können wir da noch ein paar Parks hinsetzen. Wir schauen mal, was sich da ergibt. So, hier können wir noch mal platzieren. Ja. Bedarf bleibt weiter hoch. Dann setzen wir noch mal so ein paar Parks, würde ich vorschlagen. Kriegen wir hier noch mal so einen Tennisplatz. Basketball rein. Haben wir sonst irgendwas, was wir hier platzieren können? Wie ist das denn das hier? Geht das auch außerhalb? Ja. Wir haben hier so ein Schachfeld. Wieso nicht? Hier haben wir nochmal so einen Platz. So, den Rest pflanzen wir. Das ist natürlich jetzt hier schon sehr steil. Ne? Also das ist ja wirklich wie so eine Wand. Da gibt es dann noch diese Kletterparks. Das finde ich immer ganz spannend. Die sind doch hier bei den Naturschutzgebieten. Nehmt ihr diese Boulder. Felsen da. Bouldergelände. So, setzen wir noch hier noch ein paar Objekte. Ich finde, das ist eine ganz interessante Idee. So, Toiletten machen wir auch nochmal, damit das quasi hier so ein Parkstreifen, ohne dass ich jetzt als Park wirklich definieren möchte.
Aber dann haben wir noch hier eigentlich eine ganz schöne Sache. Wir haben hier noch so diese Food Trucks. Eine Eiscreme ist auch gut. Machen wir das noch hier. Jagdhütte ist hier Quatsch. Wenn ich noch irgendwas Spannendes. Ein Skater. Das passt hier nicht rein. Auch hier vorne. Dann nehmen wir die Skater noch dazu. Beachvolleyball. Kriegen wir nicht reingefuscht hier vorne. Und der Rest wird einfach mit Bäumen aufgefüllt. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist eine gute Idee und gibt auch dem Ganzen hier nochmal so ein bisschen Leben. Wunderbar, das gefällt mir wirklich ganz gut. So, hier sind jetzt auch überall, ist jetzt hier Vegetation. Wir können vielleicht hier oben auch nochmal einen Zaun setzen, falls da irgendwelche Kletterfreudigen glauben, sie könnten dann da oben an der Autobahn entlang laufen. Das wollen wir natürlich nicht. Mal diesen Zoozaun, also ein bisschen Schallschutz, um jetzt wieder Schallschutzwände zu definieren. Dann können wir hier auch noch mal zum Abschluss ein paar Straßen setzen. Dann haben wir hier nämlich auch noch mal die ganzen Verbindungen. Denn der Bedarf wird ja auch wieder hochgehen, hoffe ich. Aber mit diesen Bauten und der letzten Zonierung können wir Viridis an dieser Stelle wieder verlassen. Haben jetzt hier noch ein bisschen noch nachverdichtet. Das war ja der Plan. So, der Bedarf ist quasi verschwunden. Das ist gut, dann haben wir hier nochmal ein paar Häuser, die wir hier platzieren können oder die hier entstehen können. Und mit den Fußwegen macht er Quatsch, ich glaube, das lassen wir und warten dann darauf, dass sich das hier füllt. Ich glaube, das sollte ganz gut funktionieren. So, jetzt haben wir den ganzen Verkehr wieder hier unten. Das ist nicht so schlimm. Wir werden dann hier auch nochmal dann demnächst so ein bisschen nachverdichten müssen. Wir gucken mal hier, wie viele Passagiere. 0,0. Und hier bei der Seilbahn 34. Nutzen wir die Seilbahn, um zur Arbeit zu kommen. Die Fabriken laufen auch wirklich gut. Auch die Tierprodukte sind jetzt vorhanden im Lager. Da hatten wir immer so ein bisschen Probleme. Prima. Das ist hier ein guter Schritt nach vorne gewesen in Mölln und in der Industrie. Da werden wir dann auch nochmal ein bisschen nacharbeiten, nochmal weiter verdichten und gucken nochmal auf das große Ganze. Auf unsere Stadt Viridis. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.